Servus, grüßt euch. Ich bin in Tirol unterwegs, im Karwendelgebirge. Ja, und ich will heute auf die Rappenklammspitze. Dann geht's weiter über den Wechselschneid auf dem Wechselkopf. Am besten zeige ich euch das mal auf der Karte. Ja, also es geht jetzt hier hoch. Als erstes auf die Rappenklammspitze, dann weiter zum Wechselscheid auf den Wechselkopf und dann wieder zurück. Oh, wird eine nette Tour. Ja, das Ganze soll so eine alpine Bergtour werden. Oben so mit ein paar leichten Klettereien im ersten Grad. Also nichts Weltbewegendes. Genau richtig für die erste Bergtour. Schön, oder? Hammer. Wow, ganz schönes Vieh. Vom Streckenverlauf her vermute ich, es geht da oben hoch. Da vorne geht es jetzt irgendwo geradeaus. Und dann kommen wir von links wahrscheinlich wieder zurück. Wahrscheinlich über diesen Hügel. Ich blende euch mal die Karte dazu ein. Da steht es ja, Rappenklammspitze. Jo, die meisten gehen da vorne lang. Wir müssen uns jetzt hier unseren Weg suchen. In der Beschreibung stand schon dabei, dass es teilweise ein bisschen weglos wird. Nice. Schön die Serpentinen jetzt hier hoch. So, mein Trampelpfad ist jetzt hier irgendwie weg. Ich habe jetzt gerade auf der Karte geschaut, wenn ich jetzt hier gerade hochgehe. Müsste eigentlich wieder kommen. Hoffe ich mal. Sehr gut. Hier ist mein Pfad wieder. Ja, so anderthalb Stunden bin ich jetzt unterwegs. Bin jetzt auf 1430 Höhenmeter. Also runde 400 Höhenmeter sind es noch. Ich vermute, dass ich da auf diesen Grashügel da, dass es da schon drauf geht. Ja, das wird so sein. Ja, rund 2 Stunden bin ich jetzt unterwegs. Bin jetzt auf rund 1600 Höhenmeter. Ich vermute, da die kleine Spitze, die ihr da seht, dass es darauf geht. Da geht's rauf. Das wird geil. Cool. Soll ich euch was sagen? Ab der Weggabelung keine Menschenseele mehr hier. Kann man also machen, wenn man Ruhe haben möchte, die Runde hier. Heißt aber auch gleich schön aufpassen beim Klettern. Jetzt geht's hier aber voll in den Wald rein. Jo. Da geht's weiter. Da vorne müsste jetzt gleich eine Weggabelung kommen. Dann geht's rechts zum ersten Gipfel und danach geht's links weiter. Okay, das müsste der Weg rechts sein. Links muss ich dann gleich mal gucken, da habe ich gar keine Ahnung, wo es lang gehen soll. Vielleicht sieht man das von oben dann gleich besser. Ja, ich blende euch das mal auf der Karte ein. Also, hier geht es jetzt erstmal hoch, dann wieder zurück und dann in die andere Richtung. Yes! Oh, das wirkt jetzt doch ein bisschen beeindruckender. Von hier sieht es jetzt machbar aus. Imposant. Da müssen wir irgendwie links da erstmal durch. Dann irgendwie hoch. Okay, ich glaube, das ist hier falsch. Das mag hier gehen, aber das ist sicher nicht mehr im ersten Grad. Gucken wir mal, ob es was Leichteres gibt, um hochzukommen. Also, ich bin da jetzt erstmal wieder zurück. Versuch's jetzt mal hier, wie es auf der Seite aussieht. Ja. Das ging jetzt wirklich ganz gut da lang. Da bin ich hoch. Und hier ist jetzt auch wieder ein Pfad. Geil! So. Leider keine Actioncam dabei. Aber da werde ich jetzt hier suchen hoch. Jetzt geht's hier weiter. Das
das sollte ganz einfach werden. Das war's. War ganz gut machbar. So, die letzten Meter bis zum Gipfel. Bis zum ersten Gipfel. Nice. Cool. Ja, 2 Stunden 37 bin ich jetzt unterwegs. Ich werde auch gar nicht lange bummeln. Jetzt 11:30 Uhr. So ab 15 Uhr kann es sein, dass es gewittert und dann möchte ich nicht mehr so weit oben sein. Am besten möchte ich da schon wieder bei meinem Auto sein. Ja. Ich bin wieder unten. Jetzt geht's hier zurück. Mal gucken, wo der Weg lang führt. Jetzt müssen wir den Weg suchen. Okay. Jetzt mal damit durch. Das sieht doch jetzt alles ganz gut aus. Wunderschön hier. Das ist ganz schön zugewuchert hier. Schön genug gehen, kriechen. Aber das ist der Weg. Warte mal, ich drehe die Kamera. Das ist hier schon der Pfad. Also, Wegmarkierung gibt es hier wirklich gar keine. Macht das also nur, wenn er ungefähr, wenn er so ziemlich genau wisst, was er tut. Hier ist wichtig. Jetzt wird der Weg auch wieder klarer. Okay, das ist hier nicht wichtig. Dann mal zurück. Ja, ich hab's ja gesagt, ne? Wegmarkierungen sind hier nicht so. Es kommen ja immer mal wieder so Stellen, wo tatsächlich überhaupt kein Weg erkennbar ist. Muss man immer so ein bisschen suchen. Das verlangsamt die Tour natürlich auch jetzt. Wechselschalt habe ich jetzt irgendwie verpasst. Laut Karte sind wir dran vorbei. Ob ich da wieder hoch muss, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Das sind noch mehr als 135 Meter. Ja, okay, das ist krass. Aber da geht's weiter. Ja, da seht das ja, das war ganz schön madig. Hätte ich jetzt nicht haben müssen. So, ich nehme mal hier so links vorbei, hoch. Ich hade immer noch da mit der Stelle, das war krass. Okay, also wie ich gerade gesagt habe, links vorbei war richtig, da bin ich hoch. Und hier ist jetzt ein Trampelpfad. Ich muss da tatsächlich nochmal hoch. Hier gibt es jetzt wieder leichte Kraxeleien. Aber das Ende ist in Sicht. Wo der Gipfel des Wechselkopfs sein. Jetzt auf 1800 Meter. Reicht jetzt dann auch. Mehr Gipfel brauche ich dann heute nicht. Yes! Ja. Jetzt geht's runter. Ich hoffe, dass der Weg jetzt besser zu sehen ist. Und ich bin auch froh, denn ganz am Ende hin kommt ja wieder diese Forststraße. Da kann man ja richtig schön Fahrt aufnehmen ab zum Auto. Aber coole Strecke. Diese eine Stelle, die hätte jetzt nicht sein müssen. Das ist also glatter Fels und dann lag da noch so Gebrösel drauf. Das war so ein bisschen rutschig. Also das kann man machen mit guten Bergschuhen, wenn man irgendwelche Schuhwerk anhat, wo man rutscht, dann bringt man sich da um. Oh. Geschafft bin ich. So, 3 Stunden 45 bin ich jetzt unterwegs. Nicht schlecht.
Nicht schlecht. So, da unten sehe ich einen Weg. Aber ich habe noch keine Idee, wie ich da hinkomme. Wenn es keinen Weg geht, dann einfach querfeldein. Schaut mal her, hier gibt es jetzt auch Steinmännchen. Das ist schon wieder alles weglos hier. Das sieht doch wieder ganz gut aus, da ist ein Weg. Dann geht es da in den Wald rein. So, ganz viel Schotter gab es jetzt hier gerade. Da vorne geht es aber dann endlich in den Wald rein und dann geht es nach links. Da zu der Hütte und dann beginnt der Forstweg. Also da in diesen Latschenkiefern konnte ich keinen Weg finden. Das war jetzt gerade, das war richtig hässlich. Das war Klettern über Gestrüpp, durchbrechen, preschen, drücken, quetschen. Echt eklig. Ich gehe jetzt hier einfach diese Felsen runter. Also der grobe Weg ist hier runter, aber hier ist jetzt gerade mit Wegfindung. Das ist einfach nur noch querfeldein jetzt. Ich bin jetzt nochmal eine ganze Ecke zurück. Auf der Karte habe ich gesehen, dass noch ein anderer Weg eingezeichnet. Ich versuche den jetzt mal zu finden, weil da war kein Durchkommen. Scheiße. Das war jetzt auch anstrengend hier wieder hoch. Boah. Ja, das sieht ja besser aus. Da vorne war so ein Steinmännchen und das hat mich jetzt völlig in die Scheiße reingeritten. Keine Ahnung. Entweder habe ich es nicht erkannt. Oder dieses Steinmännchen war absolut grottig. Hier komme ich jetzt wieder schneller voran. Jo, der blöde Fahrer hat jetzt auch richtig Zeit gekostet und vor allen Dingen auch Nerven. Bin jetzt seit 5 Stunden 20 unterwegs, aber gleich müsste die Forststraße kommen. Ja, ich vermute mal, ab der Forststraße wird nicht mehr viel passieren, deswegen würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Ja, mit dem Fahrrad, aber dem Latschenkiefer, das hat es jetzt echt ein bisschen versaut, die Tour. Ich würde sie so nicht nochmal laufen wollen. Wenn das da oben smooth läuft, ist sie, glaube ich, ganz cool, kann man so machen, aber oben, ich habe den Weg jetzt da nicht sauber gefunden. Ich würde es nicht empfehlen, das nachzumachen.